Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon New Order. Wir sind hier im Wald unterwegs mit unserer neuen besten Freundin. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt. Hast du mir gesagt, wie sie heißt? Ich weiß es nicht. Wir sind jedenfalls im Wald zusammen unterwegs und sie hält meine Pokémon immer, was sehr nett ist. Und schauen wir mal, wie es so weitergeht, würde ich sagen. Wie es so läuft fürs Team. Mal gucken. Ich habe jetzt noch ein bisschen unseren neuen Käfer gelevelt. Der ist jetzt Level 15. Deswegen habe ich jetzt auch wieder Baloui vorne, dass der noch ein bisschen leveln kann, bevor wir hier gegen die Trainer kämpfen müssen, gegen die Arena-Trainer. Die ja Gift-Pokémon haben sollen, da wäre ja so ein Baloui nicht schlecht. Mit Stahl-Psycho ist der da als Typ nicht schlecht dagegen. Kann man mal machen. Toll, dankeschön. Ich hätte gern XP All. Kann ich den haben? Oder einen normalen XP-Teiler. Ein normaler XP-Teiler würde mir eigentlich reichen. Ich brauche keinen XP All. Einfach, dass ich einzelne Pokémon mitziehen kann. Das wäre schon ganz nett. Tschüss. Oh, hi. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich bin und wo ich hin muss. Wie groß ist dieser Wald? Er scheint mir riesig zu sein. Er hat zwei Radfratz. Wie nett. Radfratzio. Verzahn. Na, Hauptsache nicht auf mich. Ja, weiter auf den. So perfekt. Tschüss. Oh, das macht wenig Schaden. Vielleicht den Hyperzahn auf mich. Das ist okay. Nur nicht den Biss oder was auch immer das war. Das nicht. Ja, den Hyperzahn nehme ich. Ist okay. Oh, es hat sich selbst gehauen. Sehr traurige Geschichte. Schade, das wollte nicht verwirrt sein. Aber ist schon bei einem wahrscheinlich selten genug, bei meinem Glück. Sehr schön. Auf Wiedersehen. Oh, es sieht so aus, als wären wir nördlich am Ende. Aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Warum darf ich nicht flüchten? Warum sind da nur langsame Pokémon auf meiner Teamseite? Okay, es ist down. Ich kann immer noch nicht flüchten. Ich fass es nicht. Bitte. Danke. Nimm mal ein schnelleres Pokémon nach vorne, dass wir flüchten können. Hä, wo sind denn die blöden Trainer? Ich meine, ich bin von Osten reingekommen. Da muss ich wahrscheinlich weiter nach Westen gehen. Au. Das war nicht so viel Schaden. Dann besiegen wir die zwei eben, wenn sie mich nicht flüchten lassen. Na gut. Hör auf mit dem Karateschlag, das ist gar nicht mal so cool. So. Einfach Psywelle, das wird schon. Das macht zum Glück ein Schaden. Wow. 1 bis 2 KP Schaden macht das. Herzlichen Glückwunsch. Oha, es ist jetzt Psycho. Ah. Wow. Konfusion. Ah. Ach, das macht dann aber sehr effektiven Schaden. Gern geschehen. Hättest du mal ein bisschen früher merken können, dass ich Konfusion einsetzen werde. Aha. Eine Höhle? Eine Höhle. Ich meine, ich habe keine Angst vor dem Dunkeln. Nein, das natürlich nicht. Aber warum ist eine Höhle mitten im Wald? Das musst du die Ersteller dieses Spiels fragen. Das kann ich dir nicht beantworten. Waldhöhlen. Man kennt sie. Hallo. Hier leben viele Pokémon. Vielleicht auch coole. Irgendwas Cooles für mein Team. Fände ich cool. Mm. Oh, das scheint nicht nett zu sein. Oh wow, ich meine, ja, okay, er macht immer einen schönen Schaden. Ich nicht. Es hat nicht mal gereicht, um es down zu kriegen. Ist das traurig. Vielleicht mache ich Psywelle. Da habe ich vielleicht die Chance, dass es ein bisschen mehr Schaden macht. Nein, doch nicht ihn. Ich brauche ihn doch. Oh, okay. Das war schon deutlich besser. Ja, Angriff senken. Dann macht er mit seinen Steinen nicht mehr so viel Schaden. Das ist schon mal gut. Jetzt, wo wir in der Höhle sind, dauert es hoffentlich nicht mehr lang, bis wir den Trainer finden. Oh, Nidorina. Das ist ein cooles Pokémon.
Vor allem cool, weil es viele XP hoffentlich bringt, weil es entwickelt ist. Tschüss. Oh. Tut mir leid, dass du vergiftet bist. Das ist doof. Das hat mich gekratzt. Das macht super viel Schaden. Oder auch nicht. Aber 3 KP Schaden haben es gemacht. Ich hoffe, es ist stolz auf seine Leistung. Eisenverteidigung. Die Frage ist, statt Hypnose vielleicht? Weil das eh nur 60% Treffrate hat. Und seien wir mal ehrlich, 60% heißt für mich 0. Was ist denn hier auch noch die Spinne voll okay? Darf ich flüchten? Na komm, das gegnerische Team sieht jetzt nicht viel schneller aus. Okay, außer das jetzt. Ja, okay, sie boosten sich. Darf ich jetzt gehen? Nein! Darf ich gehen? Dankeschön. Vielleicht setze ich ein anderes Pokémon nach vorne, solange wir in der Höhle sind. Ich bin ja jetzt schon Level 19 mit Bronzong. Bronzong wäre schön. Bronze. Ah. Du musst die Quappe da drüben übernehmen. Da bin ich nicht gut gegen. Und gegen den Elefant bin ich anscheinend auch nicht gut, weil ich nur Hälfte KP Schaden gemacht habe, was richtig traurig ist. Weggecritet. Immerhin. Was ich mich frage, hat das H2 Urabsorber? So Boden-Wasser-Pokémon, denke ich immer, die könnten das haben. Immer potenziell schwierig. Okay, wir werden es nie rausfinden. Ich denke aber nicht. Das wäre viel zu OP für das Pokémon. Ah, guckt euch das an. Na gut, dass wir das gemacht haben, den Kampf. Da hat sich Meryl direkt entschieden, kompetenter zu werden. Sehr schön. Azumare. Sehr gut. Oh, die Gang. Guckt sie euch an. Die beiden, ihr kommt hier nicht durch. Ihr dürft nicht zur Leiter. Nein, nein. Ah. Robustheit. Nein. Sand in die Augen werfen ist so unfair. Ich bin trotzdem durchgekommen. Das ist äußerst kompetent von mir, finde ich. Feines Azumare. Schön durch die Verwirrung. Aha, es ist total dunkel hier. Lass uns so schnell wie möglich rausgehen. Das sei mal nichts. Hey, ich war nicht so an. Ach, okay. Eine noch gruseligere Gang als die, die wir gerade begegnet sind. Darf ich flüchten? Ja, das ist so ein Pokémon, das... Nun, komme ich von hier? Kupfanti. Heißt das auf Deutsch? Das hätte ich gerne. Kann ich... Aber ich kann, glaube ich, mit ihr nichts fangen. Zumindest nicht sinnvoll. Sie wird halt super schwierig, weil sie immer versucht, alles zu besiegen. Könnte ich mir ein Team vorstellen. Level up. Mal gucken, ob ich was fangen darf, wenn ich mit ihr unterwegs bin. Darf ich? Jetzt brauche ich nur noch einen Spitznamen. Sehr schön. Ich denke, das könnte gut ins Team passen. So zum Typ Stahl. Ich möchte ja gerne versuchen, diesmal ein Team zu haben, das so ein bisschen zum Thema passt. So. Zum Thema des bösen Teams. So, ich weiß gar nicht, worauf ich raus... Also, ich weiß, worauf ich raus will, aber ich weiß nicht, warum ich das so kompliziert sage. So. Was haben wir denn hier? Ah, hier haben wir jemand. Sehr schön. Müssen wir nachher nur abholen. Und ich darf es nicht vergessen. So wie ich andere Pokémon vergessen habe, die ich abholen wollte. Ich habe das Gefühl, ich laufe im Kreis. Oh, hi. Ich laufe doch nicht im Kreis. Na, immerhin. Kiri. Er ist fast wie ich. Er hat einen Flapterix. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich liebe Flapterix.
Flapterix ist einfach das beste Fossil-Pokémon. Ich meine, das Helix-Fossil ist aus anderen Gründen das beste. Mit Twitch Plays Pokémon damals. Aber Flapterix ist das Beste. Es ist sehr fein. Toll. Sag mal, hat meine Teampartnerin eigentlich auch bisher so irgendwie was getan? Oder wird sie nur besiegt? Das hätte die Verbrennung erledigt. Aber das konntest du ja nicht wissen, dass ich verbrenne. Aber ich habe verbrannt. Ich habe wieder verbrannt. Aber diesmal kannst du angreifen, wenn du nicht down gehst. Okay, down gegangen. Traurige Geschichte. Was haben wir hier? Ja, Flunkiefer. Mehr habe ich aber bisher auch noch nicht gesehen von ihrem Team, oder? Weiter als bis Flunkiefer mussten wir noch nicht gehen. Das hörte sich OP an, die Attacke. Aber ich habe sie leider nicht gesehen, weil Sandsturm ist. Tschüss. Ich habe übrigens keine Übersicht mehr, wo ich bin. Ich fühle mich wie mit 6, 7 Jahren, als ich das erste Mal Pokémon Gelb gespielt habe und in dieser kackdunklen Höhle festhing über Wochen. Ähnliches Gefühl habe ich hier gerade. Wir sehen uns also die nächsten 2... Da ist ein Pokémon zu viel. Das ist illegal. Das ist kein Doppelkampf mehr. Nee, nee. So, das Bämon wäre schon auch cool, aber das passt leider vom Typ nicht. Finde ich auch cool. Sieht das immer so nackt aus? Sieht das immer so nackt aus? Hat das nicht sonst was an? Das sieht aus, als würde ihm was fehlen. Also, wo geht die Kamera hin? Wir gucken mal, ob ich es gefangen kriege. Allein, damit die Kamera aufhören kann, sonst wohin zu fahren. Oh. Feurio. Okay, was auch immer du da tust. Let's go. Hier drauf. So. Wurde gebissen. Uncool. Wobei, ich habe ja schon Feen-Pokémon. Ha, ich habe ja schon Feen-Pokémon im Team. Na, dann macht das nicht mehr so viel Sinn. Tut mir leid. Azumarill ist halt einfach MVP. Ich glaube, ich bin am Anfang zurück, oder? Ich finde es sehr illegal, dass die Mäuse zu zweit sind, weil dadurch... Ja, ich bin wieder am Anfang. Ich bin doch im Kreis gelaufen. Na, immerhin das wusste ich. Das ist doch schon mal gut. Ich könnte schon mal Themen aussuchen, über die wir in den nächsten 2 Wochen sprechen, während ich in dieser Höhle gefangen bin. Oh, ein Item. Hilfe. Nein, danke, ich möchte nicht kämpfen. Hier war ich noch nicht, oder? Ich glaube nicht, dass die Arena-Trainer hier sind. Aber ich weiß nicht, wo es sonst weitergeht. Lasst mich flüchten. Ich habe anderes zu tun. Ist verwirrt. Eine verwirrte Ameise. Oh, das ist ein Item. Das ist doch schon mal nett. Nee, eigentlich will ich nicht kämpfen. Eigentlich will ich nur raus. Hallo? Das war schon wieder im Kreis gelaufen. Hilfe! Okay. Hier laufe ich schon wieder im Kreis, wenn ich da hochlaufe. Denke ich. Vielleicht muss ich... Ich meine, sie hat gesagt, wir sollen wieder rausgehen. Vielleicht geht die Story dann draußen weiter. Weil ich kann ja nichts sehen. Vielleicht muss ich ja gar nicht durchs... Aber ich musste in diesem Spiel jetzt schon einmal durchs Dunkle laufen und da was finden. Deswegen vertraue ich ihm da nicht so. Ich laufe nur im Kreis, oder? Wenn wir dann das nächste Mal wieder bei der Leiter ankommen, gehe ich da wieder runter. Toll. Einmal gratis XP oder so. Darf ich jetzt gehen? Dankeschön. Da oben ging es aber nach rechts raus nicht weiter, ne? Bin ich letztes Mal lang gelaufen, wisst ihr noch?
Ich weiß es nicht, es war dunkel. Ich habe nichts gesehen. Da oben geht's noch ein Stück weiter. Oh, jetzt sind da 4 Pokémon im Doppelkampf. Da, Leute. Au. Au. Ach, da geht's nicht weiter. Okay. Nee, da geht's auch nicht weiter. Da waren wir schon. Okay, ich laufe wirklich nur im Kreis. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Höhle ist größer, als was sie wirklich ist, glaube ich. Denke ich. Na gut, wir gehen mal raus. Wahrscheinlich habe ich jetzt alles gesehen. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber hier scheint ja nichts zu sein. Darf ich jetzt... Dankeschön. Wo ist denn jetzt... Da ist die. So, bist du zufrieden? Ist das richtig? Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass wir in diese Höhle unnötig reingehen, oder doch? Worauf warten wir? Ich weiß es nicht. Hä? Aber sind wir nicht auf der anderen Seite rein? Wann ist das passiert? Boah, ich habe gar keinen Orientierungssinn. Ich möchte der ganz sicher in nächster Zeit nicht wieder rein. War das eine andere Treppe als die, die ich... Eine andere Leiter? Okay. Okay. Hier sind überall Zerschneiderbüsche. Und hier ist eine riesengroße Wiese. Sehr nett, die Wiese. Sehr hübsch. Wo sind denn unsere Trainer? Ah. Oh, Miri, das ist der Typ da am See. Ich bin so bereit, wie es nur geht. Aber du führst trotzdem an. Toll, danke. Das ist sehr hilfreich. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach, es ist schön, hier zu sein. Keine Verantwortung, kein Arena-Zeug, keine Trainer. Nur ich, der Wald, Frieden und nichts anderes. Nun und ich. Oh, sorry. Ich war da kurz in Gedanken versunken. Ist schon okay, wir wollten nicht nur bestehlen. Kann ich euch helfen? Die Maria heißt sie. Muss ich mir vielleicht merken. Ist bestimmt wichtig. Nun, wenn du so nett wärst und uns deine Eintrittserlaubnis zur Arena geben würdest, wären wir sehr dankbar. Hä? Warum würde ich das machen? Das ist nur für Arena-Trainer. Und warum verlangt ihr sowas? Nun, das ist nicht wichtig. Wie auch immer. Wenn du unbedingt Gegenwehr leisten willst, haben wir keine Wahl, als das hier zu tun. Ich weiß nicht, wovon ihr redet, aber ich wollte gegen keinen kämpfen. Ich habe nur meine Haustier-Pokémon dabei. Die sind nicht fürs Kämpfen. Aber ich glaube, ich kann euch trotzdem besiegen und euch zur Polizei geben. Hörst du das, Miri? Lass Simon eine Lektion erteilen. Oh, seine Haustiere. Den Schleim würde ich auch gerne mal streicheln. Ist bestimmt spannend. Feurio, einfach Level 26. Holy. Jetzt habe ich mal keinen verbrannt. Das wäre jetzt schön gewesen. So ein bisschen verbrennen. Holy Slam. Ich hoffe, sie hat noch mehr Pokémon dabei. Vielleicht sollten wir erstmal das Unlichtding loswerden. Ich hatte eigentlich gehofft, ich würde das andere verbrennen. Das wäre schon sehr nett gewesen, aber anscheinend nicht. Zugabe. Anscheinend kein Verbrennen für Miri heute. Aber dann kann ich nachher Bronzel ohne Probleme reintun, wenn wir es brauchen. Das wollte ich nicht angreifen. Warum bleibt das denn nicht auf dem Pokémon, das ich zuletzt angegriffen habe? Automatisch. Naja. Das hat sich selbst chaot. Ist auch gut. Kann das nichts außer Zugabe? Kann das nicht angreifen? Oder hat es da Body Slam? Okay. Ich dachte, das wäre ein größeres Problem mit Level 26. Aber ist es nicht. Wasserschweif. Okay. Nein, unmöglich. Wie ist das möglich? Ach, ich verfluche euch. Wenn ich nur meine Pokémon dabei hätte, die ich in der Arena nutze. Nun, jetzt ist es zu spät, deswegen zu weinen. Gib uns die Erlaubnis oder sonst. Hier, nimmt sie. Jetzt lasst mich. Ich muss hier in Ruhe trauern. Ich weiß nicht, sollten wir, Miri? Okay.
Wenn ihr irgendjemand erzählt, was hier passiert ist, dann erledige ich euch. Dann erledigen wir dich. Okay, ich werde wahrscheinlich meine Position aufgeben. Gegen zwei Trainer wie euch zu verlieren, ist eine Narbe auf meinem Stolz, die ich mir niemals vergeben kann. Auf Wiedersehen. Wir vertrauen ihm, wir hätten ihn in den See werfen sollen. Wir sollten wahrscheinlich auch los. Wir haben alles erledigt. Zeit, das alles Shizum zu erzählen. Warte, ich muss den Weg zurücklaufen. Nimm mich mit. Maria, hallo. Toll, gibt nicht mal geheime, versteckte Items hier in der Klasse. Und jetzt muss ich den ganzen Weg durch die Kackhöhle zurückgehen. Ich weiß nicht mal, wie ich hierher gekommen bin. Wie soll ich denn jemals zurückkommen? Ich bleib einfach hier schön. Gut. Leute, das war's mit der heutigen Folge. Wenn ihr wissen wollt, wie ich nicht zurückkomme, schaltet zum nächsten wieder ein. Bis dann, macht es gut und Mirio!